konvertieren beim, wirst glaube ich, beim Rendern von den Videos auf YouTube, wo wir eigentlich letztes Mal waren. Ich habe mittlerweile aber es echt geschafft, dass ich alle Deponia Streams, alle habe ich jetzt halt ordentlich geteilt in kleinen Stücken und stelle es jetzt alle auf YouTube online. Und ich bin echt mittlerweile so weit, dass ich alle schon verarbeitet habe. Jetzt bin ich echt so auf dem aktuellen Stand. Das dachte ich mir nicht, das dauert normal ewig, habe ich gedacht. Aber jetzt bin ich echt happy. Ich habe alles nachgeholt. Boah, jetzt bin ich happy, dass der Kanal gut gefüllt wird. So, wo ist denn der Rufus? Ach, da ist der Rufus. Ah, ja, genau. Wir waren letztens im Pub mit dem Mario. Blub, blub, blub. Genau. So, wo waren wir denn? Babyphone? Ach, ich habe es dem anderen Rufus, glaube ich, gegeben. Kann es sein? Mhm, genau, genau. Wir waren da mit dem Bozo, genau, Bozo heißt er. Wir haben jetzt drei Elysium-Bilder. Beziehungsweise nicht Elysium-Bilder, sondern diese, ja, Psychiater-Bilder. Ich glaube, eins brauchen wir noch. Könnte das sein? Waren es drei oder vier? Ich glaube, da muss ich mal gucken. Komm schon. Ja doch, ich bin ja gleich soweit. Okay, der Bozo ist wieder da. Wait, der kann gar nicht rausgehen. Wieso kann er nicht rausgehen? Okay, ich glaube, wir müssen mal irgendwas tun hier. Wir müssen hier Sparschwein plündern wahrscheinlich. Okay. Was war das? Okay. So, bist du dann soweit? Klar, auf geht's! Okay. Und du bist dir sicher, dass das Rufus ist? Ja. Ganz sicher. Oder glaubst du ernsthaft, dass mehr von der Sorte rumlaufen? Na gut. Du hast mich überzeugt. Na also, ihr endlich. Dürft rein. Mhm. Na, Gott sei Dank. Darle, was lungerst du da rum? Und wo ist der Rest? Die machen gerade eine Vollversammlung. Eine was? Ohne ihn. Was soll denn das für eine Vollversammlung sein, so ganz ohne mich? Oder Janosch? Und du und Liebold seid doch auch hier. Ja, aber wir echt. Sollen die Tür bewachen. Ist denn niemand von der alten Truppe bei der Vollversammlung? Das ist ein Skandal. Ich werde mir diesen sogenannten neuen General mal vorknüpfen. Das wir geht jetzt schon, nicht. Wer es der General ist. Will nicht gestört werden. Und was passiert, wenn der Organon angreift? Wird er nicht. Der Organon hat sich zurückgezogen. Wait. Achso, ja klar. Wir sind ja auf dem Weg nach Elysium. Okay. Tür. Was ist denn das für ein Bild? Hä? Das ist unser letztes Bild, kann es sein? Hi, Cartoon, servus! Mixer, die Tür bleibt zu! Die Tür bleibt zu? Schade. Cartoon, servus, willkommen heute bei Deponia. kurz zur Info, ich stream heute bis 19 Uhr, also nicht wie im Kalender angegeben bis 20 Uhr. Aber das ist unter der Woche zu krass. Ich habe Frühschicht und ich muss noch was zum Essen machen und dann will ich eh ziemlich bald ins Bett. Das ist bei der Frühschicht leider so und deswegen stream ich heute bis 19 Uhr. Und dann geht es eh gleich weiter am Freitag. Zum nächsten Deponia-Stream sogar. Ha! Nicht stören. Okay. Vollversammlung. Voll von wegen. Voll sinnlos vielleicht. So ohne mich. Ist okay, dann kann ich ab 7 kochen. Ja, genau, so mache ich nämlich auch. Ich werde auch noch kurz was kochen. Bei mir gibt es heute nämlich Spargel, so wie es aussieht. Ich habe gestern Spargel gekauft. Und dann gibt es heute noch Spargel. Nix da! Der kann echt die nicht Tür durch. Bleibt zu! Mist. Galef. Was muss ich tun, damit du mich reinlässt? Willst du einen gefälschten Ausweis? Soll ich dir Abführmittel ins Essen rühren? Das wäre der Klassiker. Es gebe da schon eine Sache. Ich wusste es. Ich will eine größere Rolle. Bitte was? Ja, ich habe mir zur Vorbereitung für diesen Job viele Kriegsmusicals angesehen. Und derjenige, der das Tor bewacht, darf nicht mal im Chor mitsingen. Dabei habe ich einen hervorragenden Bariton. Ich
könnte der besessene Oberst sein. Greift an, folgt meinem düsteren Blick. Mein Säbel ist gezückt, der Bart juckt wie verrückt. Okay. Nee, lass mal. Klingt komisch. Aber irgendwie müssen wir weglocken. Vielleicht. Oh. Wie könnten wir ihn weglocken? Süßkartoffeln. Bitte gibt Süßkartoffeln, Cartoon. Ja. Yeah. Dann halte ich dagegen mit Spargel. Aber ich habe noch nie Süßkartoffeln gegessen. Ich kenne nur diese ganz normalen Kartoffeln halt. Süßkartoffeln sind wahrscheinlich süß, wie der Name es sagt, gell? Lustige Idee. Ein Selbstporträt als Sparbüchse. Wir müssen das Ding noch kaputt schmeißen. Können wir jetzt draußen vielleicht noch was machen? Keine Zeit für Spaziergänge. Was? Der muss jetzt was tun. Okay. Kann ich mal die anderen beiden sehen, damit ich einen Überblick habe? Ja, gerne. Also der eine, der ist noch hier unten. Der ist hier vor dieser Kneipe. Vor der Kneipe haben wir den Mario und den Donkey Kong. Tschu, tschu. Und jetzt haben wir noch hier den Türsteher, der kann man glaube ich nichts machen. Die anderen schlafen hinten, kann es sein? Die kleinen. Jetzt schaue ich mal kurz. Ja, die schlafen noch, genau. aber ich bin schon richtig weit. Echt? Cool. Da bin ich ja gespannt. Weil hier müssen wir ja... Hier haben wir ja auch alles gemacht. Außer eine Stromumkehre. Wir könnten eine Stromumkehre noch reinstöpseln. Egal. Auf jeden Fall hier haben wir noch den anderen. Oh, okay. Der steckt fest. Ja, wenn ich weggehen will, dann sagt er mir, ich darf nicht. Oh, wir können die Kanone abfeuern. Cool. Was war das? Na was schon? Der Organon greift an. Ach du grüne Grütze. Liebold. Was denn? Der Organon greift an. Echt jetzt? Ja, Mann. Scheiße. Na los, an die Geschütze. Scheiße. Wir haben echt Geschütze da oben. Cool. Wow. Die haben... Boah, die sind sogar echt cool bewaffnet, ja? Gar keine schlechte Rebellen-Armee. Cool. Ja, ich war auf jeden Fall länger nicht mehr da. Letzte Mal war ich im Hotel. Das Hotel. Oh, das ist schon länger her. Krass. Ja, stimmt. Das war das Rätsel. Ja. Habe ich ja schnell gelöst. Da wolltest du doch gar nicht drauf hinaus. Also ich habe jetzt mal eben kurz mal das Rätsel gelöst. Also auch wegen dir natürlich, weil... Ich wollte zwar auch schon mal draufklicken, aber ich habe jetzt deswegen nicht draufgeklickt, weil du sofort wissen wolltest. Und jetzt habe ich mal eben mal kurz dann für das Rätsel gelöst. Ist cool. Jetzt können wir hier reingehen zur Vollversammlung. Und rein da. Aha. Hä? Doc, wie sieht's denn hier aus? Schwarz. Düster schwarz. Wait. Wie die Farbe von... Ach, egal. Was? Sag mal, hast du getrunken? Lass ihn doch. Poli, natürlich hat er getrunken. Hast du hier das Kommando? Nicht wirklich. Ja dann. Das bin dann wohl ich. Nein. Ich meine, Seagull? Das heißt jetzt General Seagull. Wie siehst du denn aus? Ich wurde angeschossen und bin ins rostrote Meer gestürzt. Dort hatte sich ein Hai an meinem Bein festgebissen. Zum Glück kam ein Wal und fraß den Hai.
Allerdings mich auch. Im Walbauch kämpfte ich so lange mit dem Hai, bis der Wal einen giftigen Riesenkraken verschluckte, den er dann zusammen mit mir und dem Hai mitten im Scherbenmeer auswirkte. Das erklärt, wie du riechst, aber nicht, warum du General bist. Dein Vater hat einen Plan, Rufus. Hör ihn dir an. Im Gegensatz zu allem, was du versucht hast, wird dieser hier funktionieren. Ich platze vor Neugierde. Oha. Wir werden Elysium vom Himmel pusten. Und schon langweilig. Ich hab nämlich... Moment. Was wollt ihr? Aber das könnt ihr nicht tun. Doch, das können wir. Doc hat diese Kanone hier konstruiert. Mhm. Und als Munition hat Tonys Einsatztruppe einen Organon-Planetenkiller ergattern können. Ich meine, das dürft ihr nicht tun. Das gehört sich Ein nicht. Planetenkiller. Sie wissen doch nicht einmal, dass wir existieren. Und du willst es ihnen sagen, bevor sie uns in die Luft sprengen? Das war der Plan, ja. Und was, wenn ich fragen darf, machst du dann hier? Das ist kompliziert. Ich bin im Augenblick nicht nur hier, sondern gleichzeitig auch dabei, Goal zu retten. Während ich ebenfalls das letzte Hochboot so lange aufhalte, bis wir an Bord sind. Bestimmt. Er hat sich geklont. Ja, hat er. Na prima. Als hätten wir nicht schon genug Probleme. Gemein. Ich bin kein Unmensch, Rufus. Du bekommst deine Chance, uns mit deiner Rettungsaktion zu verblüffen. Aber... Oh nein. Es ist gut, Tony. Lass ihn ruhig noch einmal versagen. Wenn das letzte Hochboot ohne Goal ablegt, können wir Elysium immer noch sprengen. Das stimmt allerdings. Was sagst du, Rufus? Vertraust du dir selbst genug, um meinem Vorschlag zuzustimmen? Worauf du wetten kannst. Was ist das? Die Rebellen greifen uns an. Los, Männer, in Gefechtsstellung. Achso, okay. Jetzt können wir hier mit dem abhauen. Cool. Rohrpostschacht. Bahntransporter. Was, wir können hier weggehen. Was ist hier? In den Kriechgang? In den Kriechgang könnten wir auch noch gehen. Aber gehen wir in den Bahntransporter. Genau, das ist die Gelegenheit, stiften zu gehen. Aber erst einmal raus aus diesen Klamotten. Mhm. Das war wohl die letzte Kiste. Der Warentransporter zum Hochboot kann vorerst ausgeschaltet werden. Und jetzt schaue ich mir etwas Cowboy Dodo an. Cowboy Dodo. Das ist der Warentransporter. Diese Beamvorrichtung. Ah, okay. Cool. Warentransporter? Warentransporter. Hier geht's rein, hier geht's raus, oder was? Was? Oppenbot hat dieses Fass hier vergessen. Das liegt wohl daran, dass das Etikett mit dem Bestimmungsort fehlt. Mhm. Das ist natürlich cool. Oppenbot hat dieses... Werbetafel, Werbedodo. Okay. Rohr. Hier können wir ins Rohr reingehen. Ich mache ihn lieber nicht auf mich aufmerksam. Er ist zwar nur ein nutzloser Mülleimer, aber immerhin ein nutzloser Mülleimer im Dienste des Organon. Er würde mich sofort an Argus verpetzen. Mhm, stimmt. Was ist mit dem Werbedodo? Oh, schau mich an, schau mich an. So ein blöder Fatzke. Oh, was soll's. Solange dieses Gejaule den Wachmann ablenkt, soll's mir recht sein. Schau mich an. Im Rohr. Was ist das? Gulli. Lecker. Okay, der berühmte Gulli. Keiner da. Okay, können wir das Ding abschrauben oder so? Austauschen können wir mit dem nix. Moment, was hat denn der andere hier? Der hört hier nichts außer das Sparschwein. Können wir hier noch irgendwas machen? Siegel. Und? Wo ist jetzt die angekündigte Rettung in letzter Sekunde? Ja, bin dabei. Noch ist Zeit. Du zitterst. Mir ist nur kalt. Pony. Wozu? Sie wird ja doch nicht auf mich hören. Sie Stimmt. hat mir noch nie was zugetraut. Was ist hier? Oh, Stecker. Tada! Siegel erwartet, dass ich irgendwas Dummes mache. Aber den Gefallen werde ich ihm nicht tun. Wieso? Ein Stecker? Kann es sein, dass... Nein. Ne? Ja, wieso macht er denn das nicht? Doc.
Komm zu dir! Es tut mir leid, Rufus. Seagull hat recht. Das hier ist unsere letzte Chance. Okay. Sparschwein, die drei Elysium-Bilder. Okay. Mal gucken, was der hier hat. Was hat denn der hier noch? Das Babyphone. Könnte das irgendwas ausrichten? Nee. Glaub nicht. Seid ihr auch wirklich eingeschlafen? Ja. Na, endlich. Okay, anscheinend braucht man die jetzt gerade nicht. Wenn ich das jetzt ausstecke, bringt das was? Ich gehe mal nach oben und mach's mal testweise. Nein, die Kinder sollen's schön warm haben. Ach, Rufus, du wärst so ein guter Vater. Okay. Du bist ja Mom and Dad in einer Person. Dann wieder zurück. Okay, hier können wir nichts machen. Dann... Ach, diese blöden Pilze. Müssen wir da irgendwas noch machen mit den Pilzen? Ich weiß nicht. Wir gehen jetzt mal dahinter. Da. Zum anderen Rufus. Fenster. So. Der Rufus hier soll mal reingucken. Huhu. Hm? War da was? Ist da jemand? Korridor! Wahrscheinlich nur Einbildung. Keiner da. Was? Warum? Okay, nochmal. Huhu. Hm? War da was? Ist da jemand? Korridor! Wahrscheinlich nur Einbildung. Keiner da. Wie kann er denn den sehen? Was können wir denn hier machen? Wir können ganz nach vorne gehen. Jetzt nach hinten schauen. Das ist wieder so ein blödes Deponia-Rätsel. War da was? Ist da jemand? Du siehst ihn doch. Korridor! Wahrscheinlich nur Einbildung. Keiner da. Er sieht ihn doch. Verstehe ich nicht. Gut, ich weiß ungefähr, was du machen musst. Okay, das ist gut. Dann bist du schon mal weiter als ich. Also hier oben können wir nichts machen. Wir können höchstens zurückgehen zum Warentransporter. Oppenbot hat die Transporter ausgeschaltet. Wenn es doch nur einen Weg gäbe, ihn zu reaktivieren. Okay. Oppenbot, damit stehe ich wohl wieder ganz am Anfang. Okay. Das Fass müssen wir auf jeden Fall irgendwie beschriften. Wir müssen das hier irgendwie aufmachen können. Du kennst das Spiel ja? Ja, okay. Stimmt, dann konntest du mir wieder helfen. Ha! Cool. Jetzt gehen wir mal kurz zur Pfandhexe. Mal schauen, was die sagt wegen der Pfand. Hallo nochmal, ungnädige Frau. Ah, da ist ja der junge Vater wieder. Die Nukleinsäure. Haben wir die nicht? Wo haben Sie die Nukleinsäure? Ich habe sie für die Life sagt. Es sei eine Art... Aber es war mein Sohn. Das konnte immerhin werden ständig passable Düngemittel. Und es passt... Okay, das hat man schon. Ich muss gehen. Aber warum? Es war doch gerade... Moment, ist das Wasser hier? Wie gesagt, Gott zum... Genau. Bla bla bla. Was ist mit der Nukleinsäure? Liegt die auch drunten irgendwo? Da ist sie. Wie bekommen wir die? Ich brauche die Nukleinsäure wirklich dringend. Das Schicksal der Welt hängt davon ab. 6 Lotti und sie gehört dir. 6 Lotti. Mist. Pilzplörre, Hormonplörre. Das Zeug hätten wir immer noch da. Finger weg! Das Zeug schenken wir hier nicht mehr aus. Okay. Das Babyfon haben wir auch noch. Genau, und du musst die bezahlen. Die hängt an der Wand. Sag mal so viel, die Kinder sind noch nicht fertig versorgt. Noch nicht fertig? Echt? Müssen wir vielleicht ein Babyfon hinstellen? Nee. Freiwillig wecke ich die garantiert nicht nochmal auf.
Guck mal kurz zum anderen. Moment, ich bin gleich wieder da.